Hallo! Ich muss damit aufhören. Hallo? Willkommen zu einem neues Mal. Janice, zeig mir mal! Janice, zeig mir! Punkt, Punkt, Punkt. Nicht deine Brüste, sondern deinem Charakter, den du bewunderst. Und dazu fällt mir direkt Nana ein. Und ich meine nicht Hachiko, sondern ich meine Nana, die coole Nana, Band Nana, Osaki Nana, die Nana. Falls ihr den Anime gesehen habt, ich habe nur den Anime gesehen, ich habe leider nicht den Manga. Falls ihr den Anime gesehen habt, werdet ihr wahrscheinlich schon eh verstehen, was ich meine mit sie ist. Man bewundert sie, sie ist so cool, sie ist krass. Okay, wo soll ich anfangen? Ich beschreibe erstmal, worum es geht in Nana. In Nana geht es eigentlich runtergebrochen um Freundschaft zwischen beiden Nanas. Es gibt zwei Nanas, die unterschiedlicher nicht sein können. Eine, wir nennen sie die Band Nana und die andere ist die Jungs Nana. Die Band Nana sieht super gut aus, schau mal, die hat kurze schwarze Haare, rote Nägel, raucht die ganze Zeit, trägt Vivian Westwood Sachen, Leo Piercings, so kann man Band Nana beschreiben. Jungs Nana hat, ihre Haare wachsen zwischendurch, aber eigentlich so schulterlange, braune Haare, auch super süßer Stil, aber eher so die Girly-Richtung und die andere Nana ist eher so Punk-Richtung. Sie ist eher so ein bisschen naiv, um es nett auszudrücken, süß, ja. Auf jeden Fall, die beiden treffen aufeinander. Vielleicht würde man im ersten Moment halt sagen, die sind unterschiedlich. Die wohnen dann durch Zufälle zusammen, sind beide frisch nach Tokio gezogen. Jungs Nana wegen ihrem Freund, wer hätte es gedacht? Und Band Nana, um Musik zu machen, wer hätte es gedacht? Die Band Nana gerät immer ein bisschen mehr in das Leben von der... Halt, stopp. Band Nana ins Leben von Jungs Nana und Jungs Nana ins Leben von Band Nana. Freunden sich an und es ist eine richtig, richtig schöne Freundschaft. Mein persönlicher Hot Take, ich finde ihn nicht mal ein Hot Take, eigentlich sind die zwei Girls ineinander verknallt. Relativ am Anfang, ich habe die Situation beschrieben, dass sie sich anfühlen, als ob sie sich frisch verliebt wären und so. Ich mir denke, was? Also, weiß ich nicht, vielleicht solltet ihr aufhören mit diesen komischen Jungs, die eh nicht gut für euch sind, wo es voll die toxischen Beziehungen teilweise sind. Und kommt miteinander zusammen. Egal. Spoiler, beide Nanas werden nicht zusammenkommen. Nicht zusammenkommen. Ich habe die ganze Zeit drauf gehofft. Ist es nicht, es ist kein Girls Love. So, haben wir die Sache geklärt. Warum ich aber Band Nana so, so gerne mag, ist, ich finde sie extrem strong. Die zieht so ihr Ding durch. Also jetzt wird minimal gespoilert. Es wird der Anfang der Geschichte gespoilert, aber nicht der Rest, also vielleicht so die ersten paar Folgen. Nana ist zur Schulzeit mit Ren zusammen. Ren ist auch ein super cooler Musiker und die beiden sind wie füreinander geschaffen und Ren möchte aber, um Karriere zu machen, nach Tokio. Und Nana hat gesagt, sie kommt nicht mit, weil sie sich nicht abhängig machen will. Also sie will halt ihr eigenes Ding durchziehen und sich nicht von den Typen abhängig machen, wo sie im Endeffekt wahrscheinlich dann zu Hause hockt, Kinder kriegt und kocht. Was nicht schlecht ist, Leute, wenn ihr das möchtet, macht es. Aber für sie ist es halt nicht. Und deswegen sagt sie, nein, ich komme nicht mehr. Dann verlässt ihre große Liebe. Und später, als sie sich dann bereit fühlt, zieht sie nach Tokio, gründet ihre Band. Das finde ich einen extrem starken Schritt, würde ich glaube ich nicht schaffen. Aber es ist sau, sau cool, meiner Meinung nach. Dann ist es halt ihre Attitude absolut cool. Ich weiß nicht. Also, wenn ich rauchen würde, würde ich, wenn ich Nana sehe, die ganze Zeit rauchen und so tun, als ob ich sie wäre. Ich liebe ihren Stil. Das, also, wie cool kann man denn aussehen mit ihrem kurzen Rock, mit den fetten Boots, mit einer Leo-Jacke und dann irgendwie einen Hut und die Zigarette in der Grosche und irgendwelche Klunker und Piercings. Das ist so, wie ich eigentlich aussehen will. Wie sehe ich in echt aus? Ich habe einen Dutt, ich habe ein Sailor Moon Shirt und eine Jogginghose. Nichts davon erreicht. Aber Nana ist halt auch für mich so was ich halt mag an der Geschichte. Die sind nicht perfekt, die sind einfach menschlich, die machen Fehler, die benehmen sich auch manchmal dumm, also auch meine Lieblings-Nana, die benimmt sich manchmal echt nicht korrekt, aber die reflektieren und sie reden miteinander und dann kommen sie wieder auf einen Nenner irgendwie. Und das Schöne ist halt auch irgendwie, in Notsituationen halten die zueinander. Und deswegen ist Nana so ein Charakter, den ich halt echt, echt mag, weil sie nicht perfekt ist, aber das Beste draus macht und wirklich versucht, gut zu sein. Ich muss Nana wieder gucken, jetzt wo ich darüber spreche. Es ist einfach, Nana ist toll. Leute, schaut Nana. Das war's auch schon. Was soll ich mehr sagen, als dass Nana... Also, wenn ihr denkt, dass Jolene mein favorite Character ist. Nein, nein, nein. Dieser Jolene-Hype kann nicht mithalten mit meinem Nana-Hype.
Ich weiß nicht, wie viele Sprachnachrichten ich an Katharina geschickt habe mit: Oh mein Gott, Nana ist so cool, ich möchte sein wie Nana. Cringe. Ja, Katharina, wie oft habe ich dir Sprachnachricht gemacht, die cool Nana ist? Hachiko, über die Brust brauchen wir nicht sprechen, die ist nicht so mein Favorite. Also, sie nervt. Hachiko, Entschuldigung, ist Jungs-Nana. Die macht ein paar Dinge, wo ich mir denke, Hachiko, muss das denn sein? Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Schreibt mir gerne Charaktere die rein, die ihr geil findet. Wir können da auch gerne noch ein paar 2, 3, 4 machen, weil ich habe einige Charaktere, die ich gut finde. Aber Nana ist mir so direkt in den Sinn gekommen, weil Nana einfach extrem cool ist. Gott, ich beschreibe Charaktere, die ich gut finde. Ich habe auch, Jolene habe ich ja auch als so cool beschrieben. Sie hat das Coole von Jotaro cool, also cool, wie sie halt einsetzt, cool. Ich mag das auch. Jolene ist so cool. Ich bei Jolene ist so, wie ich mir denke, cool. Die ist einfach cool. Aber Nana ist halt auch einfach cool. Und wie sie aussieht, dieser Artstyle, richtig, richtig nice. Also Leute, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Habt einen wunderschönen Tag und bis irgendwann. Ciao. Ciao, und dann habe ich gebogen. Wow.